Wenn du auf Airbnb als Vermieter tätig bist, dann musst du dich natürlich auch mit dem Thema Steuern beschäftigen. Denn die Einkünfte, die du ja durch die Vermietung von einzelnen Zimmern oder ganzen Wohnungen oder ganzen Häusern erzielst, die sind natürlich steuerpflichtig. Und da passieren regelmäßig Fehler. Und in diesem Video besprechen wir mal die drei häufigsten Fehler, die ich persönlich am häufigsten gesehen habe bei Airbnb-Vermietern. Und der erste Fehler ist, ich würde mal sagen, eine fehlerhafte Einordnung der eigenen Einkünfte. Denn bei Vermietungseinkünften kommt potenziell die Einkunftsart Vermietung und Verpachtung in Frage oder aber Gewerbebetrieb. Das sind zwei unterschiedliche Einkunftsarten in der Einkommensteuererklärung. In der Einkommensteuererklärung gibt es 7 unterschiedliche Einkunftsarten und ja, man muss als Vermieter für sich herausfinden, sind meine Einkünfte jetzt Vermietung und Verpachtung oder gewerblich? Man würde da vielleicht sagen, das ist doch vollkommen egal, beides unterliegt der Einkommensteuer, aber so ist das Ganze nicht. Vermietung und Verpachtung ist eher eine private Vermögensverwaltung, während ein Gewerbebetrieb eine unternehmerische Tätigkeit ist. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, vor allem, wenn man irgendwann mal das Objekt verkauft. Es stimmt natürlich, solange man ja so laufend vermietet einfach und jedes Jahr seine Einkommensteuer bezahlt, dann gibt es ehrlicherweise keinen großen Unterschied. Da muss man natürlich erstmal alle seine Umsätze zusammenrechnen und kann dann alle Kosten abziehen und dann versteuert man am Ende den Gewinn. Das ist komplett identisch bei Vermietung und Verpachtung und beim Gewerbebetrieb. Das heißt, so groß ist der Unterschied bei der Einkommensteuer nicht. Grundsätzlich ist es so, wenn deine Einkunftsart gewerblich ist, dann musst du on top nochmal Gewerbesteuer zahlen. Die tatsächliche Steuerbelastung durch diese zusätzliche Steuerpflicht ist aber gar nicht so groß, weil du als Gewerbetreibender die gezahlte Gewerbesteuer in der Einkommensteuererklärung dann wieder anrechnen kannst. Man merkt also, das Ganze wird komplizierter, sobald es ein Gewerbe ist, weil bei Vermietung und Verpachtung zahlt man einfach keine Gewerbesteuer, weil es einfach eine private Vermögensverwaltung ist. Und da wird auch genau die Linie gezogen. Wenn deine Vermietung eine Verwaltung deines Vermögens ist, also eine Vermögensverwaltung für dich ist, dann ist es Vermietung und Verpachtung. Und wenn du wirklich aktiv vermietest, das mehr wie ein Unternehmen aufziehst, dann ist es Gewerbebetrieb. Und natürlich ist das jetzt ein schöner theoretischer Satz, stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie ist denn das bei mir ganz konkret? Und ab wann ist etwas eigentlich eine aktive unternehmerische Tätigkeit und ab wann ist es eigentlich eine Vermögensverwaltung? Und hier haben wir ein riesengroßes Problem, denn da ist sich das Finanzamt und generell die Finanzverwaltung nicht so richtig einig. Wenn man da mal recherchiert und sich Fälle und Gerichtsurteile auch anschaut, dann wird da zum Teil sehr unterschiedlich geurteilt. Das bedeutet, man weiß es nicht so genau. Und das ist natürlich eine riesengroße Gefahr. Grundsätzlich gibt es natürlich Indikatoren, die dafür sprechen, dass eine Vermögensverwaltung jetzt ein Gewerbebetrieb geworden ist. Zum Beispiel, wenn du sehr kurzfristig vermietest, wenn du zusätzliche Leistungen anbietest, wie zum Beispiel die Endreinigung oder aber auch zusätzliche Services wie ein Shuttle-Service und so weiter und vielleicht auch in der Art und Weise, wie du es vermietest, über mehrere Plattformen mit Auslastung, vielleicht nur auch Tagesgäste nimmst und so weiter, dann deutet das darauf hin, dass es vielleicht keine reine Vermögensverwaltung ist, sondern dass es schon fast Richtung Hotelbetrieb irgendwann geht und dann überschreitest du die Grenze zum Gewerbebetrieb irgendwann. Und alle diejenigen, die jetzt so ein Airbnb-Business aufbauen, ja, da sagt der Name eigentlich schon Business, dass das eher eine unternehmerische Tätigkeit ist, das heißt, dass deine Einkünfte eher gewerblich sind. Und natürlich stellt sich trotzdem die Frage, wie findet man denn eigentlich raus, was man ist? Du hast da ehrlicherweise die Möglichkeit, einfach beim Finanzamt anzurufen und nachzufragen. Das Problem ist, das Finanzamt darf nicht steuerberatend tätig sein. Das heißt, das Finanzamt wird in aller Regel darauf keine Antwort geben auf diese Frage. Und selbst wenn sie dir eine Antwort geben, dann ist diese Antwort leider nicht rechtsverbindlich. Das heißt, nur weil ein Sachbearbeiter dir heute sagt, dass deine Einkünfte Vermietung und Verpachtung sind, heißt es nicht, dass ein Betriebsprüfer in der Betriebsprüfung in 6 Jahren nicht sagen könnte, nee, das ist eigentlich mehr Gewerbebetrieb. Das heißt, wie findest du es denn für dich raus? Entweder ist es für dich ganz eindeutig, dann hast du kein Problem, oder aber du gehst das Risiko einfach ein, das würde ich dir persönlich nicht empfehlen. Was ich dir empfehlen würde, ist, du holst eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt ein. Diese verbindliche Auskunft, die kostet ein bisschen was, aber die ist tatsächlich rechtsverbindlich. Dann bekommst du ein Schreiben, ist fast wie so eine Art Gutachten und da steht dann genau drin, ob deine Einkünfte jetzt Vermietung, Verpachtung sind, also eine vermögensverwaltende Tätigkeit, oder aber gewerblich und damit ist dann deine Vermietung ein Gewerbe, ein Unternehmen. Und das ist dann tatsächlich auch rechtsverbindlich. Das heißt, wenn das Finanzamt dir aufgrund einer verbindlichen Auskunft sagt, deine Einkünfte sind Vermietung und Verpachtung, dann kann nicht in 5 oder 6 Jahren der Betriebsprüfer was anderes behaupten. Wie du so eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einholst, das würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich habe dazu schon mal ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir einfach oben rechts einmal. Schau da unbedingt einmal vorbei, denn, und damit
kommen wir zu dem riesengroßen Problem. Ich habe eingangs schon gesagt, unterjährig, so während des Betriebes der Immobilie und der Vermietung, sind die Unterschiede gar nicht so groß. Den riesengroßen Unterschied gibt es bei der Veräußerung der Immobilie. Das macht man zwar nicht regelmäßig, das stimmt vollkommen, aber wenn deine Einkünfte Vermietung und Verpachtung sind, also eine reine private Vermögensverwaltung sind, dann ist der Verkauf der Immobilie nach 10 Jahren für dich komplett steuerfrei. Wenn deine Vermietung allerdings ein Gewerbebetrieb ist, dann ist es vollkommen egal, wie lange du diese Immobilie hältst, dann ist der Verkauf dieser Immobilie immer Betriebseinnahme, steuerpflichtige Betriebseinnahme. Das heißt, dann musst du auf den Veräußerungsgewinn dieser Immobilie tatsächlich Einkommensteuer und Gewerbesteuer zahlen. Und natürlich ist die Veräußerung einer Immobilie ein riesengroßes Projekt. Das heißt, da fließt viel Geld. Und in der Situation ist es dann ganz eindeutig, dass die Vermietung und Verpachtung steuerlich für dich viel attraktiver ist als der Gewerbebetrieb. Der zweite häufige Fehler, den ich ganz häufig sehe, ist die Verwendung des falschen Umsatzsteuersatzes. Dummerweise ist es bei Vermietung nämlich so, dass potenziell drei unterschiedliche Umsatzsteuersätze in Frage kommen. Und zwar ist es erstmal so, du hast bei der Umsatzsteuer die Möglichkeit, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn du unter bestimmten Umsatzgrenzen liegst mit deiner unternehmerischen Tätigkeit, dann kannst du die Kleinunternehmerregelung wählen. Die Kleinunternehmerregelung führt dann dazu, dass du keine Umsatzsteuer ausweisen musst. Und da liegt der Umsatz im Vorjahr bei 22.000 Euro. Das heißt, wenn du im letzten Jahr unter 22.000 Euro lagst, dann kannst du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen und einfach komplett auf den Ausweis von Umsatzsteuer verzichten. Du musst als Vermieter aber auch keine Umsatzsteuer ausweisen, wenn du langfristig Wohnraum vermietest. Es stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet langfristig? Und das sind in der Regel 6 Monate. So ist es auch für alle von uns, die in einer Mietwohnung wohnen, einfach ein Dauermietverhältnis haben. Wir zahlen keine Umsatzsteuer mit unseren Mietzahlungen an den Vermieter. Und das Gleiche gilt auch, wenn du über Airbnb für länger als 6 Monate vermietest. Wenn du Wohnraum für weniger als 6 Monate vermietest, dann weist du auf deinen Rechnungen 7% Umsatzsteuer aus. Das heißt, dann gilt für dich der ermäßigte Steuersatz. Und nur der Vollständigkeit halber, falls du Gewerbeimmobilien, also Ladengeschäfte vermietest oder Lagerhallen oder was auch immer. Das heißt, wenn du eine Geschäftsvermietung hast, dann zahlst du darauf 19% Umsatzsteuer. Den dritten Fehler sehe ich ganz häufig, wenn Vermieter über Plattformen vermieten, also Airbnb oder welche Plattform auch immer. Dann ist der Ablauf ja im Wesentlichen folgendermaßen. Und zwar stellst du diese Wohnung ein auf dieser Plattform und dann bucht ein Kunde bei dieser Plattform und zahlt beispielsweise für dein Apartment 1.000 Euro an Airbnb. Airbnb macht das Ganze natürlich nicht, ja, weil sie ein wohltätiger Verein sind, sondern weil sie damit Geld verdienen. Das heißt, sie ziehen sich eine gewisse Gebühr ab. Um es mal ganz einfach zu machen, einfach 100 Euro. Und zahlen dir dann die Differenz aus. Das heißt, sie zahlen dir dann 900 Euro aus. Und das ist das Geld, was du von Airbnb ausgeschüttet bekommst, was du auf deinem Kontoauszug siehst. Und was viele Leute jetzt machen, ist, dass sie diese 900 Euro als Betriebseinnahme verbuchen. Und das ist leider falsch. Und dieser Fehler kann tatsächlich leider ziemlich teuer werden. Das Problem und die steuerliche Regelung, die hier verletzt wird, heißt Verrechnungsverbot. Denn dein Umsatz ist nicht 900 Euro, also der Auszahlungsbetrag, sondern das, was der Kunde an die Plattform gezahlt hat. Das heißt in meinem Beispiel die 1.000 Euro. Und die 100 Euro Gebühr von der Plattform, also von Airbnb, die kannst du natürlich steuerlich ansetzen, und zwar als Betriebsausgabe. Du musst das aber separat buchen. Das heißt, wenn du 900 Euro auf dein Konto überwiesen bekommst, musst du buchen 1.000 Euro Umsatz und 100 Euro Kosten. Natürlich kannst du jetzt sagen, ey, das ist doch kleinkariert, das macht doch gar keinen Unterschied, unterm Strich bleiben ja 900 Euro. Aber das stimmt leider nicht, denn erstens, es gibt ganz viele Wahlrechte, wie zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung, haben wir eben drüber gesprochen, die ist abhängig von deinen Umsätzen. Und da geht es natürlich um deine echten Umsätze und nicht um das, was du ausgeschüttet bekommen hast. Das heißt, da ist dann maßgeblich die 1.000 Euro und nicht die 900 Euro. Das gleiche gilt für Bilanzierungspflicht, das gleiche gilt für Soll- und Ist-Versteuerung und so weiter. Aber das viel größere Problem bei dieser Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben ist die Umsatzsteuer. Denn deine Vermietungseinnahmen, die unterliegen ja dem Steuersatz von, haben wir gerade besprochen, 7%. Das heißt, du musst die 7% auf die 1.000 Euro berechnen und nicht auf die 900 Euro, weil die Gebühren von den Plattformen, zum Beispiel von Airbnb, Airbnb hat seinen Sitz nicht in Deutschland, deswegen weist Airbnb in den Kosten, die sie dir in Rechnung stellen, keine Umsatzsteuer aus. Das heißt, die umsatzsteuerliche Berechnung ist durch dieses Verrechnen einfach falsch. Du musst rein praktisch hingehen und das Ganze trennen und dann einmal die 1.000 Euro anschauen, mit 7% Umsatzsteuer versteuern, diese Umsatzsteuer musst du abführen und dann guckst du dir die Gebührenseite an. Und die Gebühren
Gebührenseite sind in meinem Beispiel 100 Euro. Diese 100 Euro sind zum Beispiel im Beispiel von Airbnb, aber ohne Umsatzsteuer. Die sind aber noch mehr. Das ist nämlich eine Reverse-Charge-Leistung. Das heißt, die musst du in deiner Buchhaltung als Ausgaben buchen nach Reverse-Charge. Das heißt, Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Du musst in dem Fall tatsächlich für Airbnb in Deutschland einmal die Umsatzsteuer abführen und kannst sie dir wiederholen. Und das verändert natürlich ganz erheblich deine Umsatzsteuervoranmeldung. Wenn du nicht genau weißt, was das Reverse-Charge-Verfahren ist, dann schau dir unbedingt das Video an, was ich dir oben rechts einmal verlinke. Für dich an dieser Stelle ist es nur wichtig, nein, es kommt nicht das Gleiche bei rum, wenn du nur das Saldo, also deine Pankonto-Auszahlung buchst. Das führt leider zu falschen Umsatzsteuern. Und das weiß das Finanzamt natürlich. Das heißt, wenn das Finanzamt mal deine Buchhaltung im Detail anschaut, wissen die das natürlich und schauen ganz genau auf diese Punkte. Deswegen sei da nicht zu faul, sondern splitte tatsächlich immer die Umsätze und die Kosten, auch wenn sie tatsächlich auf Seiten von Airbnb schon verrechnet werden. Ich hoffe, mit diesen drei Punkten konnte ich dich schon mal vor den größten und häufigsten Fehlern bewahren. Wenn du zu dem ganzen Thema Vermietung, zu Airbnb oder generell zum Thema Buchhaltung und Steuern für Selbstständige noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und am besten machst du deine Buchhaltung entweder mit einem professionellen Buchhaltungsprogramm oder mit einem professionellen Steuerberater. Alle meine Empfehlungen dazu verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust dir einfach jetzt direkt sofort zur Entspannung nochmal ein anderes Buchhaltungs- oder Steuervideo an. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.